In the beginning, there was darkness. Only the terror, myself, and the void. I was content with nothing. She dreamt of light, of life, of humanity. We disagreed. And yet, in her world, there were gods. Majossa of the desert. Largon of the sea. Rye of the endless skies. And Hierot of the frozen tundra. But fate stole Aethera away. Without her, there was conflict. Then wars. In the end, it was Rye who sought to outshine the sun that would pull the world into his flame. Caught within Rye's gaze were the Keepers, an order sworn to protect Aethera's memory and the power it still holds. They were joined by someone unexpected. A traveler, willing to walk into the flames of war. But why? Was it honor they sought? Power? Redemption? Or was this fate? Perhaps. But no story is quite that simple. Ich hatte voll den merkwürdigen Traum, dass ich ein Barbar war. Also, was du bist. Nein, du bist ich bin Barbar. Ich bin ein Primalist. Wie heißt das hier auf Deutsch? Nein, nicht im Charakter. Du bist im wahren Leben bist du auch ein Barbar. Nein. Wie nein? Wie heißt meine Klasse nochmal genau? Primalist. Wie heißt sie auf Deutsch? Primalist. Ich bin Akolyt. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Primärer Typ. Du bist ein Primat. Ich bin rassistisch gegen Tribals. Du siehst auch irgendwie anders aus. Okay, gehen wir mal weiter. Ich habe einen Hund. Wie heißt der? Keine Ahnung. Er hat keinen Namen. Nehme ich mal an, ne? Nein. Eulengesicht. Was? Das steht hier irgendwo. Okay. So. Wir spielen Last Epoch. Mal gucken, wie das abläuft. Gucken, wie das hier abläuft. So, Metroiden. What? Aber ja. Gucken, wie das mit Maus und Tastatur geht. Ja, ich spiele mit Controller. Ja. Kann ich was machen? Hier stand doch gerade Eulen Gesicht irgendwo. Wo ist mein Hund? Mach irgendwas. Gut gemacht. Hast du schon irgendwie sowas geguckt hier, so skillmäßig oder so? Nee, habe ich mir nichts angesehen. Heiltränke, du erleidest Schaden. Nutze Heiltränke, um deinen... Ich habe gar keinen Schaden genommen. Ja. Nutze Heiltränke, um deine Energie wiederherzustellen. Heiltränke kannst du oft finden. Ne? Kannst du oft finden. Wir sind hinten bei den Händlern. Ja, ich hätte jetzt hier keine Heiltränke. Ich habe ja nicht mal Schaden genommen, du Klon. Ja. Das werden wir auch nicht. Ah! Aber haben wir da? In den Händen eines gefallenen Boden findest du einen Brief vom Rat der Hüter. Er ist an dich adressiert. Natürlich finden wir zufällig einen Brief von dem Typen, der an uns adressiert ist. Alles klar. Traveler. Our Hyoborian allies informed us that you will attend the peace talks. Friedensverhandlungen, ich glaube nicht. Lands, and we are in need of ich meine, wir hier sind. Warum freut er sich, was? As keepers, we oh, nicht, weil wir macht er nichts. Wir haben gerade eine Rolle gemacht, Terror's jetzt auf den Rücken gelegt und is, gesagt, oh, grau mich. Until Raya forced our hand. He wishes to destroy us and steal Terror's legacy. We can't let that happen. We need Hirot's help. Your help. Okay, ich nehme den Brief. Ich kann zwar nicht lesen, aber ich nehme den Brief. Okay. Ich weiß gar nicht, worum die Story irgendwie geht. Ich weiß irgendwie, es gibt Portale oder so. Ich weiß auch nicht, worum es geht, dann werden wir wahrscheinlich auch nicht herausfinden.
Nee. Wieso? Wieso wollen wir nicht aufpassen dabei? Ich weiß, es gibt so 5 Götter oder 4 Götter. Wir haben doch noch nie irgendwo aufgepasst. Was ist das? Oh Gott, das ist ein Phönix. Oh. Das ist ein Phönix. Ein Panzerphönix. Hier hat sie doch. Ah. Ein Messingzepter und ein Holzschild. Schändungsknochen. Ich bin gespannt, wie das mit den gedroppten Items hier. Der hat bei mir was gedroppt, bei dir auch? Ja, ein Holzschild und ein Messingzepter. Okay, bei mir hat der einen Schändungsknochen fallen gelassen. Also ist das wie bei Diablo, nehme ich mal an. Ja. Inventar. Ich habe ein Zepter gefunden. Ist das für dich? Wenn ich das fallen lasse. Shift und rechte Maustaste. Siehst du das? Ne, bei mir liegt nichts. Ne? Ne. Okay, ich weiß ja nicht, was du aus. Ist das ein Zepter? Ich muss mal gucken. Das ist ein Akolyten-Zepter, ja. Aber ich hab irgendeinen Knochen aufgehoben, aber der steht hier irgendwo nicht in meinem Inventar. Ich kann das Zepter ausrüsten. Okay. Ja. Plus 3 Zauberschaden, 10 Nahkampfschaden. Ja. Also ich werde aber schon herausfinden. Ich werde jetzt nicht hier so ein 0815 Gegenstand jetzt extra herausfinden, wie man das so handelt oder so. Hast du schon irgendein Skill? Ja, das ist auf X, da tue ich dem Gegner Blut entziehen, das heilt mich sogar ein bisschen. Okay. Oh, jetzt kann ich ein Skelett beschwören. Okay. Ich habe eine Fähigkeit freigeschaltet, also wie macht man das? Wie rüstet man das? Ah, ich habe das schon automatisch ausgerüstet. Okay. Bist du hochgelevelt? Ja, ich bin aufgestiegen. Oh, ich bin komm zu mir, Boy, yeah! Ja. Stell dir meinen Hund vor. Habe ich ein Limit, wie viel ich beschwören kann? Das ist ein Bogenschütze. Ja. Das ist, okay, ich nehme jetzt mein Limit bei 3, wie es aussieht. Von jedem einen, nehme ich an. Nee. Ich habe wirklich nur 3. Das ist interessant, dass es zufällig welcher kommt. Ob jetzt ein Bogenschütze kommt oder einer mit Schild oder Schwert. Das ist okay. Okay, mein Limit ist bei 3 bis jetzt. Das ist okay. So, ich will auch hochleveln. So, ich habe irgendwas. Aufkommender Sturm. Was ist das? Blitzangriff. Also was geht? Dusch, dusch, dusch. Was geht recht? Ja, ein Skill. Den, ja. Dusch. Und wie kann ich ihn nun endlich einsetzen? Das ist doch gut. Kraft deinen Gegner mit mächtigen... Das ist schon ziemlich interessant, ey. Wenn auch wenn ein Gegner trifft, erhältst du einen Sturmstab. Jede Sekunde wird ein Sturmstab, um den wir der Bitcoin... Ja, gerade an. Irgendwie kann ich ja nun endlich dazu gar kein Mana verbrauchen. Das war gut. Haben wir irgendwas? Ach, ich muss mich nicht mehr um Wut kümmern. Ich habe jetzt Hochland, der Hass ist hier, was? Bären? Ich dachte, hier gibt es nur in Legenden. Du trägst so einen als Pelz oder so. Nein, das ist einfach nur das Haar von einem sehr buschigen. Tauschen von Fertigkeiten. Oh, da kommt wieder Gegner. Dash. Du kannst den linken Maus in das Flautmenü. Okay. Warum sollte ich jemals jetzt noch einen normalen Angriff einsetzen, wenn ich das ja machen kann? Ja, irgendwann brauchst du den normalen Angriff gar nicht mehr, ne? Ja, ne. Boah! Und einfach vom Himmel geflogen. Okay, das hat jetzt schon seinen Charme irgendwie, das Spiel. Ja, finde ich auch. Ja, wir sind dann noch am Anfang, ne? Also, ja. Wir sind nur in dem Flitterwochenphase. Ich habe hier keine Probleme irgendwie richtig. So, wie gehen wir da rein? So, keine Ahnung. Müssen wir beide die Wand berühren, ich weiß es nicht. Jetzt sind meine Skelette gestorben. Nein. Standardmäßig erhöht nur Dienerschaden den Schaden, den deine Diener verursachen. Was? Okay. Dienerschaden, den Schaden. Ich nehme an, das gilt auch für dich. Also nicht. Daniel, du setzt die Partyregion auf die alte Straße. Ja. Also da, wo ich hingehe, gehst du auch hin. Okay, du siehst schon ein bisschen beeindruckend aus. Die Gegner und Daniel habt ihr alle getötet. Alles klar. Ich schau einfach. Wer ist er? Oh, keine Zeit. Was ist das? Die Leichen sind bis zur Unerkenntlichkeit verbrannt. Sie waren auf der Flucht. Die Leichen waren auf der Flucht. Alles klar, okay.
Ja. Wir müssen wegrennen. Hey. Warum machen wir den Leichen in deinem Szenario so einen komischen Geräusch? Hey. Ich denke mal ein Skeletor von He-Man. Okay, ja. Also, da gibt es so viele Videos von dem, ey. Weil der so komische Sachen sagt, ey. Eins meiner Lieblingsvideos ist einfach nur Skeletor says what. Ja, genau, what? Der unterhält sich irgendwie, ich glaube, mit dem Bösewicht von She-Ra. Ja, der erklärt ihn irgendwann und am Ende sagt Skeletor einfach nur what? Was ist das denn? Was? Super 3, Maschwicker, Zornsprung. What the shit? Das ist mir bekannt vor der Name. So, ein Reisestab und eine Keule. Hier haben wir die Keule. Lederhandschuhe. Was ist das denn hier? Oh, kann ich Skills eintauschen jetzt? Oh, guck mal hier. Wir so ein Pluszeichen gehabt. So, oh, Gegner. Ne, das war ein Skelett, tut mir leid. Warte mal, na, falsche Taste. So. Oh nein, wie komme ich jetzt zurück? S für Skill? Weiß ich nicht. Schmiedepotenzial. Da steht aber, welches Level man die alle freischaltet. Wenn ich jetzt wüsste, wie man noch mal das Ding öffnet, ne? Mit den Skills. So. Vergleichen, Gegenstand anlegen, Gegenstand fallen lassen. Wie zieht man den an? Na komm, Schaden, Reisestab. Den kann ich nicht ausrüsten. Komme ich noch mal zurück? Gegenstände, J. Ah. Oh, ich kann meinen Hund Befehle erteilen. Ich kann ihm sagen, wo er hingeht. Ich kann aber mit meinem Controller keine Menüs öffnen, sieht aus wie. Ja, der verfolgt dich. Okay, das scheint gar nichts zu verbrauchen, dieser Angriff. Ich schieße ja nur Knochensplitter, wie es aussieht. Dusch. Ja. Das scheint irgendwie nichts zu verbrauchen. Vielleicht sind wir noch im Tutorial. Cool, nee, warte mal, das tut, oh, da tut meine Lebensenergie tut das verbrauchen. Oh. So. Wenn ich wüsste, jetzt bin ich mal nochmal zu den Skills zurückkommt, ja. Die Skills, weiß ich nicht. Ich habe meinen Skillpunkt hier nicht, aber was ich mal bekommen habe, nicht verbraucht. Is Inventar, K ist, ich weiß nicht, was das ist. Aussehen. Ja, nee, da ist Rangliste. O, nein, Option. H. Ich drücke ja jeden Knopf gerade. C. Ich habe hier gerade das Meisterschaftssystem hier. Passive Systeminformation. Du hältst Passivpunkt in irgendeiner Stufe auf, dessen Quest abschließt. Meisterschaftsklassen bestätigen. Oh, bei S, okay. Oh, oder? Nee. Nee, das ist nicht der richtige. Hast du mal auf das komische Kreuz da geklickt, Daniel? Ja, aber jetzt, ich hab da wieder rausgeklickt und jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich da zurückkomme. Das war ja auch nicht. Den Knopf wieder finden, wo er ist. Ich habe ja S, da sehe ich irgendwie, was ich hier pro Level bekomme hier so an Skills. Mit A tue ich meinen Hund befehligen. G, ich drücke ja jeden Knopf gerade ab. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, wie ich dahin komme. Beutelfilter aktiviert. Was bedeutet das? Deaktiviert. Ich weiß nicht, was da wird. So, M ist die Map. P. Hier ist das P. Mein Gott. Hier wollte ich mal gucken, jemand wäre so haben. Ich glaube, da kann ich jeden meiner Angriffe hier hochleveln. Unbenutzte Punkte. So, was bedeutet das jetzt hier? Bist jetzt hier bei Meisterschaft, Daniel, oder wo? Ich bin hier bei, wo ich meine Punkte, wo ich meinen Punkt reinpacken kann. Ja, das ist ja die Meisterschaft. Die anderen drei, die sind ja nun, du hast ja dann an der Seite so die drei, die vier Dinge, die du meistern kannst, ne? Ganz unten, ja. Ich meine hier links, okay, dann bist du wahrscheinlich in einem anderen Menü als ich. Ja, du hast wahrscheinlich diesen Skill Tree, ne? Ja, wo links und rechts die Sachen sind, ne?
Ja, genau. Ich gebe da erstmal nichts aus, ey. Immer das Spiel sagt uns irgendwann mal so. So, ich rede mal mit dem Typen, ja. Keine Ahnung. Alles in Ordnung? I can handle Ospreys. I told them to stay back, okay. To let me handle it, and they left. Es ist Krieg. Man kann nicht jeden. Man kann nicht jeden. Ja, mein Charakter hat Krieg gesehen. Das ist wie Beschreibung meines Charakters. Bin irgendwie ein Kriegsveteran oder so. Are you also here for the peace talks? Und du? Name's Grail. Since we're both headed the same direction, why don't we go together? Klingt gut. I wonder which of us will take down more Ospreys. Come, let me watch you fight. Warte, Mitglied. Okay, kämpfe dich durch den brennenden Wald. So, ich weiß nur, es gab irgendwie so vier Götter. Einer von ihnen irgendwie ist böse geworden, hat die ganze Welt erobert. Ich nehme an, dieser Sonnengott oder irgendwie sowas, das ist irgendwie unser Bösewicht hier in dem Spiel, nehme ich an. Ja, das macht Sinn. Wenn ich in der Cutscene, was war auch irgendwie so eine, am Ende hat man ja unseren Charakter nämlich gesehen, war auch so eine verkuttete Person bei dir. Ja. Die sah nämlich ziemlich männlich aus. Ich weiß nicht, wie er bei dir aussah. Oh, ein Heiltrank. Kann ich nicht aufnehmen. Scheint uns aber automatisch irgendwie zu ein, habe ich so das Gefühl. Ja, ich habe mich aber nicht mehr aufgefallen. So, wo gehen wir als erstes? Wo müssen wir hin? Okay. Karte. Überraschung, ich muss mich erstmal wieder an die Karte gewöhnen. Jetzt immer was. Gut, oh, okay, Beil des Steins und ein Rubin-Amulett. Was mir auffällt, deine Skelette sind nicht transparent hier. Ja, das war gut, ne? Ich kann die endlich mal sehen. Die meiste Zeit. So, ich habe ein paar coole Sachen bekommen. Ballrüstung. Control vergleichen. Das ist genau das gleiche, was ich gerade habe. Und ich habe ein Dings. Ein Beil. Beil des Steins, das Blau, nehmen wir das. Und ich habe ein Amulett bekommen, aber irgendwie habe ich das hier nicht im Inventar. Oh, schon ausgerüstet, okay. Gott, das ist schon automatisch ausgerüstet. Hat sie gesagt, oh, das steht mir. Muss ich haben. Ja. Da bist du. Oh, das ist besser nicht, Mann. Schon sagen, warum ist ja ein Pfeil auf der Karte? Bist du? Ich einen langen Stab, Daniel. Ja. Stab steckt dich wohl. Ja, ich habe ein Schild, merke ich auch gerade. Aber ich glaube, ich kann auch zwei Waffen tragen. Ja. Hm. Yeah. Jetzt geht's. Oh, das mal gucken, wie weit ich springen kann. Na, ich habe es nicht gesehen, schade. Da runtergesprungen. Nein. Wo ist mein Wolf? Schrei. Ich weiß nicht, was das macht, aber schrei. Ha. So. Er. So. Oh. Was bist du denn? Ein Dornentoten. Wandernder Geist. Was ist das denn hier? Bist du das? Ja. Okay. Ah, ich kann geschützt werden mit Patienten. So, wow. Was machst du da? Ich hab Geister gerufen. Ich weiß nicht, was das macht. Ganz einige Passanten beschwören. Ja. So, oh Gott, welcher Knopf war nochmal? Nein. Beutelfilter deaktiviert. Ich weiß nicht, was das bedeutet. So, nein. Warte mal, gerade war ich doch woanders. So, oh, warte mal, was ist das?
Ich habe einen Punkt. Kann ich irgendwas hier machen? Frankenhieb, Sturmschlag, Mahlstrom, Umbruch. Bär beschwören. Ich kann Bär beschwören. What? So, ach so, kommst du jetzt hier bei den Skills rein. Ja, da kannst du. Für jeden einzelnen Skill, was du ja machen willst, ne? Du kannst Würfel bis zur maximal Begleitanzahl beschwören. Du kannst einen zusätzlichen aktiven Wolf haben. Boah, da muss man sich ja echt irgendwie erstmal hinsetzen und gucken, was man ja will, ne? Ja. Minimal Fertigkeitsstufe 1. Kann man halt immer neu verteilen? Da oben steht, ja. Ausgegeben Punkte in diesen Fertigkeitsbau. Jeder entfernte Punkt verringert die Stufe um 1, sofern sie über die minimale Fertigkeit liegt. Die Stufe wie gewohnt, indem du die Punkte wieder ausgibst. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja, Wanderer Geist. Enthüllt in ich weiß ja noch nicht, ob ich meinen Wolf hier hochleveln will. Ich werde mal gucken, was ich alles bekomme. Das Geld. Meins. Na. Ah. Ich muss ja dieses eine Gold haben. Eichenhelm der Schildkröte. Tut mir weh? Nö. So. So, oh, jetzt habe ich Ausweichchance. So, whoop. Da gehe ich hin. Dösch. Wie ein Barbar, Daniel. So, gar nicht wahr. Der, meine Schütze. Du hast gelernt, was das Kämpfen gelernt. Ja, ich bin einfach in meinem früheren Leben habe ich das gelernt, okay. In meinem früheren Leben war ich ein Barbar. Also jetzt in Isekai. Schon vergessen? Ja, das. Konnte mein Barbar das hier und das hier und das hier und das hier und das hier. Oh, ich habe was Blaues gefunden. Ja, ich habe zwei blaue Sachen gefunden. Ja. Und dann Schwert. Oh, geil. Kupferpokal. Okay, Sachen, die wir noch nicht ausgerüstet haben, tun wir irgendwie automatisch ausrüsten anscheinend. Mein Ball, der zieht sich direkt. Mein. Der macht Sinn, ne? Zieht sich direkt die Ringe an, die ich hier finde. Der ist besser als gar nichts zu haben, ne? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann irgendwie schlechter wird, wenn du einen Ring an hast, als wenn du keinen anhast, ne? Ich dachte, ich kann da hochspringen. Wow. Siehst du den Chat auf der linken Seite bei mir? Ja, ja. Okay. Marodeur Bastardschwert. Kannst du überhaupt ausrüsten? Wow. Kann man dir das irgendwie geben? Oder nicht? Der sollte irgendwie Handel irgendwie geben oder so. Na, fallen lassen scheint anscheinend nicht zu wirken. Also du kannst halt jedenfalls nicht sehen. Und da ist es noch ein bisschen zu winzig. Warte mal, Gegenstand verschenken, warte mal. Oh, verschenken? Ich weiß nicht, ob das geht. Okay. Ich sehe gerade, ich habe eine First Axe. Sogar ein blaues Schwert. So, warum kann ich das nicht ausrüsten? Und ich mein Schild entfernen? Warte mal, Spieler können nur Gegenstände halten, die fallen gelassen wurden, während wir zusammen in derselben Ort waren. Aber jetzt habe ich eine Axt, eine zweiendige. Okay. Kann das zum Beispiel ausrüsten? Ich hab direkt mit Rechtsklick, alles klar. Na, was los? Ja, ich habe auch schon mal was bei dir fallen gelassen, aber du hast das nicht gesehen anscheinend. Geschenk an Daniel, du Geschenk an.
Ah, okay. Warte mal, jetzt hier. Oh, Geschenk halten. Oh. Wo sehe ich das? Bist du in deinem Inventar jetzt ein, nehme ich mal an. Nee. Oh, der war Müll rausbringen. Nee. Du hast aber was erhalten, oder? Weiß ich nicht. Wer ist auch denn gemacht? Mit dem Verschenken. Ich bin oben auf dein. Da Geschenke. Ah, da, okay, da kann ich dann nachgucken. Ich habe so einen extra Button hier für Geschenke. Ah, ne, warte mal. Zack. Ja. Nur oh, nice. Guck mal, oh, oh. Wäre besser, wenn ich das bin. Kann ich da irgendwie so. Also, wie macht man das? Wer hat gemacht, jemand? Ich bin hier, du siehst ja da in der linken Seite oben, siehst du da ja unsere, unsere Icon praktisch. Du siehst mich da unter dir drunter oder was? Ja. Dann gehe ich auf, dann bin ich auf dein Bild gegangen und habe Rechtsklick gemacht. Dann steht da Portal zum Spieler, Gegenstand verschenken, Nachricht senden, Freund entfernen. Ah, okay. Ich bin gut. Weil ich, ja. Warte mal. Hast du mir auch was geschenkt? Ja, ja. Also wo ist das, ne? Wie geht das? Bei Geschenke. Also öffnest das Inventar und dann ist unter deinen Klamotten Geschenke. Wo muss er da aussehen? Weil ich. Kannst du nicht ausrüsten? Das ist blau. Okay. Muss mal sehen, ne? Ich glaube, ich kann auch eine zweite Waffe ausrüsten. Das ist ja gerade mein. Mein Cursor wird gar nicht angezeigt. Boah. Jetzt sieht man. So. Der ist wieder angezeigt. Hab ich ganz vergessen. Ich habe gerade das Intro nochmal hier so extra aufgenommen. Ist nicht für meine Klasse verfügbar. Habe ich gerade gehört. Warum machst du eine männliche Stimme? Nicht. Ich höre bei dir nur so impossible. Bei meinem Charakter hat mir nichts gesagt von mir. Du kannst sogar Materialien übertragen. Ja. Ja, ist doch gut, ne? Kommt halt auch mit legendären Gegenständen oder so geht, ne? Ich glaube, die haben irgendwie sich verschrieben bei der Charaktererstellung. Da steht irgendwie gefundene Gegenstände. Ich glaube, die meinen gebundene Gegenstände. Ja, das kann gut sein. Ja. Okay, so. Weil das Handelssystem soll hier am besten sein. Ja. Ich weiß, wenn es wieder funktioniert, das Handelssystem. Ja, solange du irgendwie die Sachen geben kannst, die du findest, ist ja eigentlich perfekt, ne? Die eigentlich charaktergebunden sind. Oh, Boss. Totems. Ich gehe da rein. Tisch. Okay, der ist tot. Ich finde hier die ganze Zeit Pokale, was soll ich damit? Wie kann man halt, kann ich die ausrüsten? Wenn nicht. Nehmen wir es mal weiter. In dem Tag schon gleich voll, ey. Mein Gott, wie weit ich springen kann. Ah, das funktioniert hier wie bei Diablo, okay. Wenn ich mit zwei Handstab benutze, kann ich keine zwei Dinge auf einmal in der Hand haben, alles klar. Also wenn ich was habe, was zwei Hände braucht, dann kann ich nicht zwei Sachen in der Hand haben. Ja, ja, das war mir auch. Aber ich kann zwei Einzelgegenstände tragen. Wieder haben sich schwer aufzuspüren erwiesen. Their camps are neither chosen nor abandoned on a whim. There's a pattern to how they scurry. I instructed my soldiers to investigate the abandoned camps.
Invariably, they're near shrines devoted to the eldest of gods. Each one was as empty as the last, save for meager signs of the keeper's presence. They're not guarding the ruins. Ich nehme an, wir werden irgendwie zu solchen Hütern irgendwie so. Das sind irgendwie so diese, so eine Gruppe irgendwie, habe ich aus dem Intro gehört. So, diese Dinger hier haben die ganze Zeit irgendwie. Ah ne, das ist er hier. Na gut. Ja, da gibt es überhaupt irgendwie so eine. Eine Schwierigkeitsgradstufe hier. Nein, nicht. So. Kann vielleicht sein, dass du dich jetzt hier das Gebiet wechselst. Ja, wird schon gut sein. So, Quest abgeschlossen. Ja, so, bist du noch im anderen Gebiet? Ich bin im Ladebildschirm. Also, Quest abgeschlossen. Yay. Ja, ich kann schon wieder nicht in der Stadt angreifen. Impossible. Ich bin ja am Rumlaufen. Was ist ich? Ich sehe dich nämlich nicht. Ja, ich dich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie das so funktioniert. Muss ich mal dieses Portal benutzen? Bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt machen muss. Ich kann im Moment gar nicht zu dir teleportieren. Also ich glaube, wir sind. Doch, da bist du. Ah, da bist du ja. Ich muss mich immer zu dir teleportieren dann wahrscheinlich, ne? Okay. Feuer überall. Impossible. Bei mir ist eine Frauenstimme, also. Alter, das sieht echt eklig, ey. Was hat denn das für ganze Geschwür an seinem Körper? Ach, impossible. Na dann, ist das jetzt ein Horrorfilm von Bambi. Impossible. Ja, genau wie Winnie der Pooh, der Horrorfilm. Es gibt auch einen von Bambi. Ausgezeichnet. Da geht dann schon um den Jäger, der Bambis Mutter erschossen hat. Und jetzt wird er von Zombie-Bambi verfolgt. Boah. But the truth is, we know little. Ich dachte, da kommt irgendwie so ein Plot, dass Bambi war der Jäger. Yeah. So wie diese eine Szene von diesem Bambi-Cartoon. Das ist das Leben. Und wenn dieses Reh irgendwie die Eule erschossen hat. Meanwhile, Raya wishes to tear this world asunder. Prospect 3. His people are warriors. Herborian fighters put ours to shame. We fight because it's necessary while they relish in it. I'll take on being behind their blade any day. Thus, I propose to accept this alliance. It is not in our nature, but we keep us have a sacred duty to our own. Without Herod's help, our efforts might prove. Was hat das denn Charakter gesagt oder was? Ne, im Chat schon, da geil. Also, okay. Sounds like their leaders waiting up the shrine. The keepers have done well. Psychopathen auch. This place isn't too different from home. A group tied closely with our goddess Etera. They've been indebted to her, but why we do not know. Even their name is. Well, what do they keep? Do they adhere to another god or just her? It's these mysteries that interest the Osprix. Whatever secrets the keepers hold. Okay, gibt's deutsche Sprachausgabe. Ja, okay. Da dachte ich. Oder verwechsel ich das schon wieder mit Path of Exile? Speaking of, I must head there now. Feel free to look around. Nö, ich dachte, es gibt hier deutsche Sprachausgabe. Okay, es geht sogar noch einfacher irgendwie, weil wenn ich bei dir bin, kann ich A drücken und dann, ja, kann ich auch Sachen so an dich verschenken, ist egal. Ah, ich kann auf der Rechtsklick machen, ja, anscheinend. Ja, genau das meine ich. Bei mir ist das eine andere Tastatur, wenn man so hat. Ich
kann einfach A drücken und dann sich anpassen. Also wir sind dieser Göttin verschuldet, aber wir haben keine Ahnung wieso. Alles klar, das ist eine gute Tradition. Gott, ja, das sieht richtig aus. Wo ist das? Guck mal, der hat einen Gern über seinen Kopf. Er sagt die ganze Zeit, wenn ich sage impossible. Oh, hier kannst du Passivpunkte neu zuweisen. Hello, Traveler. Allerdings nicht umsonst. Ich habe noch gar keinen verteilt. So, hier ist die Kiste, ne? So, ich will mal. Ja. Ich würde gerne wissen, was wir mit den alten Klamotten hier machen. So, hier ist der Shop. Wo ich wahrscheinlich nichts ausgeben werde. So, meine Frage ist jetzt, wo ich mein Inventar hier loswerden kann. Irgendwie verkaufen kann oder so. Ist eine Schmiede oder irgendwie sowas? Bitte mal Hilfe, wir sind nicht stark, nur Ways Truppen abzuwehren. Die Hebräer haben ein Bündnis angeboten. Wir brauchen Hilfe, wir wollen nicht in einen Krieg verwickelt werden. Krieg ist unausweichlich. Nein, geh weg. Boah, du hörst das nicht, wenn ich das sage die ganze Zeit? Nö. Na, sprich mal mit dem. Oder ihr. Impossible. Impossible. I am Lena. Kann dein Charakter überhaupt nicht hören irgendwie? Ja, ich deine auch nicht anscheinend. Ich sag die ganze Zeit impossible. Ja. Impossible. Oh, geiler Rat, wenn da nur zwei Mitglieder sind. And he's not here. As such, I must ask for your help. Yes. Bitte ruhig. Balthus is busy checking on our sacred artifacts. We're protectors of a terrorist. Ist dieses Spiel eigentlich nur so mehr so als ein Indie-Game? Well, nicht gute Frage, ne? Not much, I'm afraid. We'll discuss it after. Weil ich habe irgendwie mal online nachgeguckt, irgendwie so, ich wollte die Untertitel irgendwie abstellen im Intro. Und irgendwie kann man das gar nicht machen. Die waren irgendwie am Anfang gar nicht da und jetzt wurden sie eingeführt erst. Und da habe ich irgendwie noch so andere Sachen irgendwie nachgeguckt, so, oder der Grund, warum die halt nicht hier Charaktergestaltung reinpacken wollen, ist, weil die halt sich mehr so aufs Gameplay und so konzentrieren möchten. Und irgendwie war nicht so ein Charaktermodels hier, männlich, weiblich, für jeden Charakter zu machen, ist irgendwie zu viel Ressourcen. Also so im Sinne, so wie ich da verstehe, ist, die haben nicht so viel Geld oder Ressourcen anscheinend. Also da schließe ich irgendwie, das ist noch so eine etwas kleinere Firma vielleicht oder ein Indie-Developer eigentlich. Deswegen ist das Spiel auch nicht voller Preis, ne? Deshalb hast du die dann, genau. Ich dachte eigentlich, ich habe den Part frei. Ich dachte, ich habe den Part freigeschaltet. Und dann habe ich mir mal zu essen gemacht und als ich wiedergekommen bin, habe ich gemerkt, oh, ich habe ihn gar nicht freigeschaltet. Und dann war schon irgendwie so 20 Uhr. Und da habe ich gesagt, na, lass mal heute. Ja, da guckt doch kein Schwein in die Uhrzeit. Impossible. Impossible. Ich drück die ganze Zeit Rechtsklick. Ich will mit den Leuten hier reden und so. Ich drück die ganze Zeit Rechtsklick aussehen und sagt mein Charakter impossible. Der kann nicht mit anderen so, Leuten reden. So voll empört irgendwie. Der kann nicht mit anderen Leuten reden, der kann dir nur ins Gesicht gucken. So, was ist das Ding hier? Oh, das ist ein Schnellreisepunkt. So. Stufe 6, Stufe 7. Haben ja, ich muss erstmal meine Sachen hier loswerden. Ich habe keinen Inventarplatz hier. Hier ist ein Shop. Ich nehme an, da kannst du verkaufen. Kann ich verkaufen? Ja, einfach da reinziehen. Ich habe einen Zauberstab. Was soll ich damit? Bist du schon wieder da, ne? Oh, rechts hier, da war so ein Shop. So, nein, da wollte ich nicht. Den kann auch mit Shift. So. Ich meine ganzen Waffen hier mal verkaufen und weil ich eingesammelt habe. Wenn mein Inventar wieder leer ist.
Anscheinend soll das Endgame ja auch gut sein, oder nicht? Weiß ich nicht. Okay, das ist der Schnellreisepunkt. Angriffs- und Bewegungstempo, Wolfsgewand, der Wolf haben eine höhere Ausweichchance für jeden deiner Stärkepunkte. Ja, wo gehe ich denn hin? Alt. Jetzt beschwörst du Wölfe, bist du Begleiterlimit. Was bedeutet Begleiterlimit? Du kannst einen zusätzlichen aktiven Begleiter haben. Das klingt doch nicht schlecht. Verursacht einen zusätzlichen Kälteschaden. War mehr LP. Wenn wir getroffen und treffen sie einen Gegner, besteht die Chance, dass sie mit Blitzkeil kontern. Wenn sich Rüstung und ihre Angriffe. Okay. Bist du gerade am Kaufen? Nö, ich gucke ja mal meine Skills hier. So, will ich, dass meine Wölfe mehr aushalten oder mehr Schaden machen? Blutungen. Ich würde erstmal sagen, mehr Schaden. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Ne? So, kann ich dann schon direkt hier hin? Nee. So, hab ich nicht noch einen? Ich nehme an, ich brauche zwei, weil also zwei, ja, da steht, benötigt zwei Punkte. Habe ich nicht zwei Punkte? Dachte ich, habe zwei Punkte. Okay. Muss aber mein Wolf. Jetzt gar nicht hier in der Stadt. Ja, in der Stadt geht er doch nicht, ne? Boah. Also wenn ich mich einsam fühle. So. Impossible. So, was ist das hier? Ich finde hier Screens, die ich gar nicht. Hier wollte ich rein. So, was muss ich jetzt hier machen? Also, okay, ich muss da hingehen, damit ich da hinkommen kann. Dann muss ich da hingehen, alles gezeichnet. Beim Händler? Ja. So, dann muss ich hier hin. Und jetzt hier wieder mein Begleit. Ja, nicht teuer. Oh, wir sind kostet 8. Oh Gott, das ist ja für jeden Ding, ja. Tiermeister, wie tut man die denn freischalten? Zwei unbenutzte Punkte. Die Runen kosten noch zu viel. Ja, ich habe jetzt nichts bei Männer gekauft. Finden schon Sachen. Kann Äxte in der Nebenhand ausrüsten, kann Schwerter in Nebenhand ausrüsten. Beim Beidhändigen plus 9. Was? Ach so, ein Schwert in deiner Nebenhand. Du leidest mehr Schaden, während du beidhändig kämpfst. Okay. Boah, ich warte noch. Jetzt geht's. Impossible. Okay, klar. Jetzt mein Wolf hier einmal gelevelt. Du hast dich nicht auf diese Fähigkeit spezialisiert, also kannst du keine Punkte in ihrem Baum ausgeben. Was? Da kann ich jetzt nur bei meinem Wolf hier? Okay, gibt es mehr als Level 100? Meine EP-Leiste steigt weiter. Okay, komm mal weiter. Ja. Bist du ein Spieler? Ja, gut. Guck mal. Jetzt anscheinend über Level 100 anscheinend. Oder nicht? Wo siehst du das? Ne, weiß ich nicht. Da hat einer von dem Chat gesagt, der ist Level 100 und seine EP-Leiste geht noch weiter. Okay, das ist doch gut.
So, kommen wir weiter. Ja. Sein Inventar und so geleert oder irgendwie so. Ja, ja, ich habe die Sachen verkauft. Ach, ich hab... Ein paar andere Sachen gekauft jetzt. Die Festungsgärten. Impossible. Ist aber nicht teuer gewesen, hat nur 9 Gold gekostet. Okay. So, sag ich doch, war nicht teuer. Ja, wir werden ja schon bestimmt noch Sachen finden, ja. Ja, ich weiß ja nicht. Ich kenne deine Einstellungen zu coolen Sachen. Ich kann meine Skelette auch kommandieren, alles klar. Ja. Das ist schon mal so viel fortschrittlicher als irgendwie in Diablo, ey, das gibt das nicht. Ich kann auch meinen Wolf sagen, ey. Ich werde jetzt den Portal nutzen, um die letzte von dir besuchte Stadt zurückzukehren. Weh. Ha! Los, mein Hund, geh da rein. Nein, mein Hund, geh dahin. Level Stufe 5, Fertigkeit erhalten, Ernte. So. Frankenlieb. Okay, das ist mein normaler Angriff. Was? Lederhandschuhe, die habe ich noch nicht, glaube ich. Oh, wird der alle Gegner in einem Bereich vor dir trifft, um bei einem Plus von der Waffenreichweite. Ja, bei mir ist das auch, ja. So. Also warte, ich kann ja voll vorscouten. Ich tue meine Türme einfach platzieren, dann sehen wir mal, ob da Gegner sind. Dann machen die Tür mit denen überhaupt. Oh, die tun Stacheln schießen. Okay. Aua. Sag ich. Was sind das denn für Viecher? Sonic the Hedgehog? Es ist Stachel. Der ist schon nicht so mehr, ne? Was lachst du so darüber, Daniel? Gar nicht. Ich weiß nichts im Vergleich zu den Massen zu Diablo. Star Wars. Okay, die schießen automatisch, wenn der Gegner in der Nähe ist. Okay. Ja, die Gegner gehen halt auch wieder auf, nehme ich an. Ne? Oh, meine Flat und dein Bockkämpfer sind hervorragend. Und der Stücke. Und ist das Spiel flüssig bei dir? Ja, im Moment noch, ja. Okay. Das. Also jetzt nicht so auf dem, dass wenn das unflüssig wäre, jetzt nicht auf dem Level von Borderlands, ey. Okay. Oh, die Gegner. Die Gegner tun sich gegenseitig kloppen, ey. Na, ja, warum nicht mehr? Was ist das denn für ein Vieh? Was? Hm? Also, okay, keine Ahnung, hier ist irgendwie so ein Flügelmann, der macht, ich nehme an, das ist eine Leiche, ist schon gut. Jetzt hat er sich aufgelöst, alles klar. Ich hab daneben geschossen. Bin mal gespannt, ob ihr auch so richtige riesigen Gegner haben. Ah ja, bestimmt, ne? Wow. Freund oder Feind? Er ist tot. Mein Bastardschwert. So, da müssen wir rein. Was zum? Warum bin ich im Ladebildschirm? Nein, bin ich da reingegangen? Ich wollte doch gar nicht da rein. Boah. Ich kämpfe hier noch ein bisschen. Oh, noch mehr XP für mich und nicht für den Damen. Boah. Lass mich zurück. Ich verstehe manchmal irgendwie nicht, wann ich hier reingehe und wann nicht. Ich bekomme irgendwie nicht so einen Sinn. Ich bekomme irgendwie nicht so eine Meldung. So, ah, jetzt bist du ja durchgegangen. Ich berühre einfach nur die Wand irgendwann und dann irgendwann verschwinde ich. Mysteriös.
Aus dem Weg! Ich will auch. Ja, was hab ich da? Ich hab ja, doch so grüne Pfützen auf, was? Nein, nicht, bei mir nicht. Okay. Nein, ich wollte da durchspringen. Ging nicht. War ein bisschen da auf einmal noch einer. Wer ist denn da so geschrien, ey? Ich hab nur gehört. Mächtige Lederstiefel des Ausweichens. Ja, damit. Wow, wer bist du denn? Das. So, gib mir mal dieses mächtige. Habe ich schon bessere Sachen? Ja, schon viel besser. Ich habe gar kein Schild, genau. Gib mir. Die haben genau die gleichen Werte, nur die sind blau. Was ist das denn? Hassschrein. Erhöht Bewegungsangriff und Zaubertempo. Ich habe so einen Schrein gefunden, den Diablo. Ich will auch. Dich. So, was? Ich kann damit nicht interagieren. Habe ich den Bonus auch? Ja, ich habe so einen Mannequin da unten links. Von meinen Tränken. Mir ist mal aufgefallen, dass in Helldivers deine sechs Spritzen. Ja, wegen der Rüstung. Ja, ich habe nur vier. Ja, ich habe ja so eine Rüstung an. Ja, okay. Ja, der erhöht mein Inventarplatz und mein, was auch immer das bedeutet, und mein Dings, meine Spritzen. Meinst du den Boost, den du da geholt hast? Ja, die Rüstung, die ich ausgerüstet habe, diese, diese weiß-grüne Rüstung, die ich da trage, die tut irgendwie meine Spritzen erhöhen. Dann ist ja gut. Und mein Inventarplatz, was auch immer das bedeutet. So, hier sind wir dann wieder neue Waffen hinzugefügt, dann sehr coole neue Waffen. Okay. Ich weiß nicht, ob wir, die können wir uns wahrscheinlich noch nicht holen, aber die haben wieder. Du bist hier so eine Zweitwaffe, so eine Granatwerferpistole. Die hat Granaten. Oder eine Armbrust mit explodierenden Pfeilen. Oh, wie in Resident Evil. Ja, so ungefähr, ja. Oder eine Stickgranate. Eine Granate, die haben den Gegner abgeschossen. Also, die gab's doch schon vorher, oder? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ich meine jetzt nicht die Impact-Granate, die auf bei Kontakt sofort explodiert, sondern eine, die an den Gegner gehandelt. Ach so. Die sieht aus wie so eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg, so eine Stange mit so einem. Naja. Das ist wie diese Granaten heißen. Ja, ich hab vergessen. Ich glaube, so ein Stab mit so einem Klumpen da vorne. Ich weiß, wo du so ein Ding da abziehen musst und dann. So. Oh, ich habe eine Truhe gefunden. Boah, viel Geld. Viel Sachen. Muss mal gucken. Sie war die jetzt auch offen oder? Ich komm sofort. Mein Inventar ist voll. Nein. Jetzt schon. Ist er gelb? Nahkampfschaden. Blütenpfleger Kurzspeer. Das hat auch so Aspekte irgendwie. Glaube ich. Jetzt habe ich einen Speer. Aber jetzt habe ich keinen Platz mehr. Besudelter Sorbus Zauberstab. Zaubermana Kosten und Zauberschaden. Das hier. Nein, da kann ich ja schon nichts mehr tragen. So, was war jetzt hier mit der Truhe? Konntest du die extra öffnen oder? Ja, könnte ich öffnen. So, was liegt denn hier alles Schönes? Kupferpokal. Was ist dort? Da kommt hier hin. Mana verschlossen. Ich weiß nicht, wie man das bei dir öffnet. Ich habe hier so ein Rad, da steht Fertigkeiten, Inventar, Passive, Schmiede, Laden, Gruppe, Charakter. Ne. Ich nehme an, dass du halt mal mit Controller spielst, ne? Kann gut sein. So, muss ich ja schon Sachen wegfallen lassen. Gib mir die vitalen Lederstiefel.
Mit Tasche voll. Also teilen wir uns gar nicht innerhalb von den Schatztruhen hier. Nicht wirklich. So, hier liegt noch mehr. Was hat hier Tage? Ja, ich habe die Gegner platt gemacht. Eichen, ja, da kann man auch schon sehen, ne? Vergleichen. Ach, man kann schon vergleichen, bevor man halt ausrüstet. Ja, das kann man schon machen, habe ich auch schon gemerkt. Und blau, das ist aber schwächer als weil ich habe. Brauche ich das ja nicht, Mann. Boah, wer seid ihr? Sonneneindringling. Habt ihr nur geguckt, wer ihr seid? Ey, ihr seid da so chillig. Ihr standet da so chillig. Oh mein Gott, ey. Da sind sehr viele Sachen, die man auswählen kann für seine individuellen Fähigkeiten. Ja, ja. Oh Gott, das wird ein Kopfschmerz, ey. Aber kannst du nicht nur für ein Skill irgendwie entscheiden, den du hier leveln willst? Also nicht. Weil ich bin jetzt sicher bei meinen Wölfen jetzt was ausgegangen, jetzt kann ich in keinen anderen Skill was reinpacken, anscheinend. Sich auf eine Sache hier konzentrieren. Gute Frage. Oh, der ist. Der hält ein bisschen mehr aus. Oh Gott! Wo bist du dann? Ich bin gegen so einen Vogeltypen. Ja, ja, der hat ja auch schon. Ich weiß nicht, wo du jetzt bist. Oh, da ist noch einer. Oh Gott. Nein, was ist los? Ja, Trank. Wo bist du denn? Da. Ja, so in der Mitte. So. Erledigt. Okay, die haben ein bisschen Autsch gemacht. Ja, ja. Weiß nicht, wo bist du? Ich hab keine Ahnung, wo du hier bist. Warum muss es ein Labyrinth sein? Laufen wir eigentlich die ganze Zeit im Kreis? Ich sehe noch um entdeckte Gebiete. Also nehme ich an, wir sind noch hier neu irgendwo. So, da bist du. Da bist du. Sind wir nicht schon überall? Kann hier so eine Art Minikarte öffnen? Ja, ich. Minikarte, wie machst du das? Ich kann ich weiß nicht, ich drücke hier einen Analogstick rein. Dann tut er praktisch, was heißt Minikarte? Minikarte ist nicht das richtige Wort. Weltkarte. Ja, Weltkarte würde ich dann auch nicht nennen. Ich weiß nicht, wie man da. Ich kann ja nur so eine Weltkarte öffnen. Ich habe dann hier so eine durchsichtige Karte, die ich. Ja, ich weiß nicht, wie man. Oh, ich kann ja draufklicken, glaube ich, ne? Wie kann ich die ganz einzeigen? Bei mir öffnet der ja so eine Weltkarte. Also oben rechts habe ich so eine Minikarte. Ja, ja, das habe ich auch, du. Und die kannst du vergrößern? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe hier so, dann so eine Karte, die meinen Charakter... Über meinen Charakter... Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, keine Ahnung. Bei mir öffnet sich so nur so eine Weltkarte. Ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe hier so eine Art durchsichtige Karte, mit so, die nur aus so weißen Linien besteht und dann... Weiß ich nicht. Ja, oben rechts habe ich auch. Nein, ich habe das nicht oben rechts. Ich habe... Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, Daniel. Es ist eine Karte. Da ist eine Tür auf so eine Karte. Karte nur, keine Ahnung. Ja, so eine Umrandung, also so eine simple Karte halt, ne? Ja, weiß ich nicht. Da sind nur so weiße. Ja, ist bei mir ja auch. Das ist ja gut. Na, ich habe die, ich habe oben rechts, ich habe die ganze Zeit offen, ja. Wenn ich eben drücke, dann sehe ich die ganze Weltkarte. Ja, das ich auch. Ich dachte, man kann die Karte irgendwie so ein bisschen vergrößern oder so. Das habe ich ja irgendwie. Ich weiß nicht, was ich jetzt lernen soll. Boah, gehen wir weiter.